Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder einen weiteren Spielmodus auf dem Hypixel-Server und heute mal einen brandneuen Modus, ganz einfach Battle Royale. Dort kann ich gleich mal reingehen. Es gibt natürlich die Solo-Variante, die Doubles-Variante und natürlich auch eine Vierer-Variante. Aber ich gehe jetzt mal in die Solo-Variante rein. Es sind jetzt schon fast 88 Leute drin, das heißt 88 Stück können hier mitzocken. Und das Prinzip ist eigentlich richtig einfach. Ich erkläre es euch einfach mal kurz in der ersten Runde, falls es wer von euch noch nicht kennt. Vielleicht müssen ja die meisten von euch, denke ich, jetzt einfach mal das Spiel Fortnite kennen. PUBG, H1Z1, allgemein halt Battle Royale. Gab es ja auch früher in Arma 3 und so weiter. Und da geht es einfach darum, als Letzter zu überleben. Ob jetzt in einem Team oder alleine, in dem Fall jetzt alleine. Und wir starten halt auf einem Enderdrachen, fliegen über eine Welt, die jetzt nicht allzu groß ist. Und wir können einfach aussteigen, also runterfliegen, wann wir wollen. Und in jedem dieser Gebäuden gibt es halt eben so ein paar Kisten, die man looten muss. Und ich würde sagen, ich springe jetzt einfach mal da vorne runter, loot mir da mal ein paar Kisten. Und dann gibt es halt so ein paar Features, wie dass ich mir Brücken bauen kann auf die anderen Inseln und so weiter. Aber halt echt alles wie in den echten Spielen sozusagen. Und oh, okay, da ist schon der erste Spieler, den kann ich direkt killen. Und der hat auch schon ein paar Sachen bekommen. Und genau, so funktioniert auf jeden Fall das Prinzip. Ihr werdet es noch gleich sehen. Es gibt einen Bogen, aber es gibt halt keine Rüstung. Das ist so der Unterschied. Es gibt aber halt Spitzhacken zum Beispiel. Es gibt Miner Shield Potion. Es gibt Lava-Eimer, Goldäpfel, Fireballs. Und es gibt zum Beispiel einen Bridge Egg. Das kann ich euch mal gleich zeigen, wie das funktioniert. Und es leben halt jetzt noch 60 Spieler. Und mal schauen, ob ich die erste Runde mal... What? Da ist ein Kistenskin, überleben kann. Und der hat zum Beispiel einen Feuerball geworfen. Aber den habe ich zum Glück auch gekillt. Und man rackt halt auch nicht. Das ist halt auch so eine Sache. Das heißt, man muss immer so ein paar Goldäpfel essen. Es gibt auch Potions. Aber da habe ich jetzt leider noch keine davon. Und mal schauen, wie viele Kills ich jetzt in der Runde machen werde. Bin echt mal gespannt. Also, der Spielmodus ist echt, wenn man besonders die anderen Spiele auch schon kennt, mega cool. Und hier habe ich zum Beispiel eine Potion. Das heißt First Aid. Und die kann ich mal trinken. Bin wieder voll. Da ist nochmal eine drin. Und die, genau, Eier kann ich euch jetzt auch mal gleich zeigen. Werde nochmal so ein paar Kisten looten. Aber es gibt halt, wie gesagt, keine Rüstung. Da muss man echt aufpassen, dass man halt nicht zu schnell stirbt. Aber ich glaube mal, da oben war leider schon jemand. Schade. Okay, und natürlich unnötige Sachen oder so braucht man nicht mehr. Dierschwert habe ich zum Beispiel. So ein paar Spitzhacken kann ich auch wegschmeißen. Schnelligkeit 2 ist auch OP. Und es gibt zum Beispiel auch ein Launchpad. Und, what? Da ist ein Spieler. Komm, den kann ich mir gleich mal holen. Und der ist jetzt auch down. Perfekt. Hat ein paar nice Sachen noch am Start. Kann ich mir zum Beispiel nochmal die Potion hier trinken. Und ich habe jetzt schon 3 gekillt. Das Launchpad funktioniert auch ganz einfach, wenn ich es euch gleich mal zeigen kann. Und zuerst muss ich vielleicht den Spieler killen. Ich esse mal einen Goldapfel. Aber ich weiß nicht, wo der... Okay, da, doch, der ist da vorne. Komm, dann esse ich jetzt mal ganz kurz einen. Und ich habe kein Absorptionsherzen dazu bekommen. Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich, 2 gegessen. Ich habe mich gerade eben schon gewundert. Aber der ist jetzt, glaube ich, low. Das heißt, den verfolge ich jetzt mal. Und dann werde ich euch auf jeden Fall noch die Eggs zeigen, so wie die funktionieren. Ich kann es jetzt mal zeigen. Da wird man auf jeden Fall... What? Da wird eine Brücke hergestellt. Und das kann man jetzt... Oh, nicht so gut sehen. Aber ich habe ihn jetzt so bekommen. Perfekt. Aber so, dann zeige ich euch das jetzt gleich mal. Vorher nochmal am besten First Aid Kit natürlich trinken. Und es leben nur noch 26 Stück. Also es geht schon relativ schnell. Die Map ist auch nicht so groß. Allgemein so das Prinzip macht halt echt schon Bock. Auch wenn jetzt vielleicht manche sagen, ja hol dir doch lieber PUBG oder Fortnite. Die Spiele habe ich natürlich auch. Auch H1Z1, Arma 3 habe ich alle schon gezockt. Aber das in Minecraft mal so zu sehen, ist auch gut umgesetzt. Ist halt auch nicht schlecht. Und genau, was auch noch wichtig ist, wirklich, was man aber vielleicht ein bisschen schneller machen könnte, ganz einfach. Und jetzt kann ich euch das Brückeneck zeigen. So, dann wird einfach eine Brücke hier drüber gebaut. Es gibt einen Kreis später und der trifft mich gerade ziemlich gut. So, oben hat man auch die Himmelsrichtungen und in den Kreis muss man rein. In dem Fall bin ich jetzt gleich drin auf der Karte, sieht man das schön. Und mal schauen, ich nehme jetzt erstmal... Was soll ich mir nehmen? Absorption ist das hier. Ich kann mir noch mein First Aid Kit nehmen. Nein, und... What? Das war richtig knapp. Ich habe aus Versehen die Enderperlen benutzt. Und der kommt da vorne. Und ich glaube mal... Ja, komm, der wird mich jetzt hoffentlich nicht killen. Da ist ein zweiter. Oh nein, Leute. So, ich trinke jetzt mal ganz kurz die Geschwindigkeit. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwie einen davon bekommen kann. Und wo ist der hin? Der lootet da gerade. Der hat es gar nicht mehr gesehen. Und komm, den bekomme ich doch. Oh nein, der portet sich weg. Ja, aber er wurde gerade noch so getötet. Und sobald ich halt außerhalb des Kreises bin, bekomme ich natürlich Schaden. Und die Wand kommt halt immer näher sozusagen. Und das ist eine richtig krasse Kiste. What? Okay, da kann ich mir mal ein paar Sachen rausnehmen.
So Spongewall gibt es zum Beispiel auch. Also man kann sich Venn darstellen. Und in dem Fall habe ich jetzt hier einfach eine Wand vor mir. Und halt mit den Eiern ist auch ganz cool gemacht. Aber gut, wir haben auf jeden Fall nochmal so ein paar coole Sachen. So, und genau, Slime-Pads kann ich euch auch mal zeigen. Da kann ich hier drauf springen. Und dann kann ich so ein bisschen über die Map fliegen. So mir die Spiele anschauen. Aber die Map ist halt echt nicht mehr so groß. Aber ich sehe auch gerade keinen Spieler, ist das Ding. Und 13 Leben noch. Deswegen, ich fliege jetzt eher mal so in die Richtung da vorne. Und oben ist sogar noch eine Kiste. Kann ich mir auch mal abstauben. Und Feuerbälle, genau, die können es auch bringen. Also, da vorne ist einer. Komm, da esse ich lieber mal einen Goldapfel. Der bemerkt mich, glaube ich, nicht. Und man sieht natürlich auch nicht die Herzen in dem Spielmodus, ist auch klar. Aber das Ganze wird halt immer interessanter, sobald der Kreis halt kleiner wird, wie man auf der Karte sehen kann. Und der ist jetzt schon ziemlich klein, aber ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht hört. Ich bin hinter ihm und ich kann jetzt einfach mal... Nein, der hat's verkackt. Den direkt holen. Der schießt momentan noch mit dem Bogen auf mich. Aber, so mein Freund, ich kann das doch hoffentlich jetzt gleich, oh nein, schaffen. Natürlich hätte ich mir auch so ein paar Blöcke noch ins Inventar legen müssen. Aber das werde ich jetzt hoffentlich auch so schaffen. Und der rennt immer noch weg. Er hätte zum Beispiel auch schon ein bisschen was essen können an Goldäpfeln oder so. Aber will er anscheinend doch nicht. Und ich glaube mal, jetzt muss ich mich auch gleich heilen. Ich habe 11 Goldäpfel. Ich kann natürlich auch eine Enderperle mal werfen. Und der ist gerade, das heißt, ja, der war one hit down. Und er hatte sogar noch relativ viel Healing. Kann ich mir auch mal gleich rausnehmen. So, Direktheilung ist auch ganz wichtig. Das Absorption 2 Schnelligkeit habe ich sogar auch nochmal. Und, okay, ich bin im Kreis drin. Der wurde jetzt halt immer wieder kleiner gemacht. Und mal schauen, so wo jetzt der nächste Spieler ist. Die findet man natürlich nicht auf der Karte. Und da vorne ist einer. Da esse ich ganz kurz nochmal einen goldenen Apfel. Und werde mich dann mal hin teleportieren. Und, oh nein, ich glaube mal, ja, der ist jetzt gerade hochgegangen. Aber er hat mich, was? Nein! Er hat mich noch gekillt. Was? Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr mich healen sollen, aber gut. Ja, da hat er mich jetzt getötet. 6 Kills. Ich war der 6. Platz, sieht man auch hier gerade. Es gibt immer weniger Spieler, aber das war es jetzt erstmal so zu der ersten Runde. Und mal schauen, ob ich vielleicht noch die zweite Runde gewinnen kann. Jetzt geht es wieder weiter und ich bin wieder auf dem Enderdrachen. Und mal schauen, ob ich jetzt auch schon aussteigen kann. Das geht nicht, also in 7 Sekunden erst. Und wie gesagt, die Karte wird natürlich immer kleiner, ist jetzt ganz am Anfang natürlich noch riesig. Und die Leute steigen auch schon aus. Deswegen, ich gehe jetzt mal da vorne hin und direkt mal am Anfang auf Kills. Ich loot mir ein Schwert und versuche dann so möglichst viele Leute zu töten, wie nur möglich. Und es gibt halt wirklich überall Chests, die ich mir looten kann. Zum Beispiel auch hier schon. Und ich hoffe mal, so dass der noch nichts Gutes gelootet hat. Aber doch, okay, der hat schon ein paar Sachen bekommen. Und somit kann man halt besonders am Anfang gut viele Kills machen. Da ist auch einer. Und den kann ich mir einfach mal holen. Und so, den habe ich gekillt. 2 Kills habe ich jetzt schon mal. Und da vorne ist nochmal einer. Und nein, der probiert Lava zu setzen. Aber der hat, ja, sich jetzt selber getötet durch die Kanone. Und da gibt es auch ein paar Leute, die fighten. Da hat einer schon dir Schwert. Da kann ich mich auch einmischen. Und ich hoffe mal, dass ich den so bekomme. Ja, den habe ich. Dierschwert habe ich auch schon mal. Also es geht echt richtig krass ab, besonders am Anfang. So, da ist eine Enderperle drin. Ist auch ganz wichtig. Und ich glaube mal, ich habe gerade eben die 2 goldenen Äpfel gegessen. Hier ist auch nochmal ein bisschen Loot drin. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und irgendwo höre ich da einen, oder? Kann das sein? Hier oben oder so? Ich glaube mal, da hat sich einer rüber gebaut. Ja, da oben ist einer. Und deswegen baue ich das mal ab. Und mal schauen, ob der direkt da campt. Da aber ist, glaube ich, mal einen goldenen Apfel oder so. Aber, ja, der ist da vorne. Den kann ich doch auch bekommen. Und jetzt habe ich fast schon so viele Kills wie vorhin. Und ich war Platz 6. Und da unten ist nochmal einer. Zudem kann ich einfach mal mich gleich hin teleportieren. Aber ich glaube mal, da blickt irgendwie nicht so viel. Aber immerhin auch eine Enderperle. So, jetzt habe ich schon mal 6 Kills. Also ich denke mal, das ist echt die beste Taktik. Und macht halt auch so mit viel mehr Spaß. Und die Map, ja, geht halt noch nicht mal, also die wird noch nicht mal kleiner. Sollte echt ein bisschen schneller gehen, damit man halt am Ende ein bisschen mehr Leute sieht. Aber da vorne sehe ich nochmal einen. So, porte ich mich auch mal gleich hin. Und ich glaube mal, der loote da noch, oder? Ich habe nicht so viele Sachen, deswegen muss ich gut von hinten mal schauen, dass ich den getötet bekomme. Aber gut, ja, der war jetzt schnell down. Und ich kann jetzt mal das Slimepad benutzen. Und mal schauen, wo jetzt hier ein Spieler ist. Da müsste ich doch bestimmt einen sehen, oder? Ich sehe gerade gar keinen, was? Da hinten oder so war ich, glaube ich, auch noch nicht. Da vorne ist aber jemand. So, den habe ich gesehen. Und ich kann zum Beispiel mal ein Bridge Egg werfen. Einfach mal nach da vorne. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen, wo die Blöcke hinfliegen. Und hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich natürlich hin tippen. Aber ja, komm, mache ich mal. So, ich denke mal, das hat er jetzt nicht ganz erwartet. Ja, und der hat sogar eine Doppelkiste, weil er so viel hat. Da kann ich mal gleich alles looten.
So, das hier natürlich auch. Und jetzt geht's gleich weiter. Vorne ist jemand und ich trinke jetzt auch mal das Schild und mal schauen. So, ich loot jetzt ganz schnell mal, beziehungsweise ich port mich zu dem. Und der hat sogar... Oh nein, Leute. Okay, den habe ich jetzt nicht getroffen. Der hat echt mega krasse Sachen. Und, oh nein, der killt mich jetzt gleich. Von hinten kommt ein anderer. Was? Der hat mich jetzt nicht ernsthaft so abgestaubt. Oh nein. Das war es jetzt aber erstmal so zu diesen zwei Runden, liebe Freunde. Falls es euch gefallen hat und falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr das Ganze selber natürlich gerne mal zocken möchtet, einfach auf Hypixel in die Prototyp-Lobby, Battle Royale. Hier steht es auch schon, das Huhn-Symbol. Und natürlich auch in einem Vierer-Squad. Also kann man zum Beispiel auch mal machen, auch in einem Zweier-Team zum Beispiel. Und wie man sehen kann, es wird gerade echt viel gezockt im Vergleich zu anderen Spielen. Bockt sich auf jeden Fall. Ich finde es nice. Kann man auf jeden Fall auch verschiedene Challenges draus machen und so weiter. Und das war es jetzt erstmal so dazu. Also wie gesagt, ihr könnt mal natürlich auch eure Meinung so in die Kommentare schreiben dazu. Und ansonsten auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie unter anderem Instagram, Snapchat und so weiter. Dort heiße ich Let's Fill Snap auf Snapchat, Let's Fill auf Instagram. Könnt ihr mir gerne mal folgen. Und wir sehen uns morgen wieder natürlich im neuen Video. Haut rein und ciao.